In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie oder Ihre Handwerker durchlaufende, senkrechte Zäune montieren können. Zuerst müssen die U-Bügel entsprechend der mitgelieferten Montagezeichnung auf der Mauer positioniert werden. Mit einer Lotschnur können die U-Bügel exakt fluchtend ausgerichtet werden. So wie hier kommt es häufig vor, dass die Mauer nur 20 cm dick ist. Dann müssen die U-Bügel relativ weit innen montiert werden. Dann die Umrisse und die Bohrlöcher exakt markieren. Wir rüsten nun unseren Bohrhammer mit einem 12 mm Steinbohrer. Die Länge der Bohrlöcher soll etwa der Länge der mitgelieferten Klebeanker entsprechen. Nach dem Bohren ist es wichtig, die Löcher mit Druckluft absolut staubfrei zu machen, sodass Kleber und Mauerwerk sich gut miteinander verbinden können. Ein Stück Packschaum über der Blaspistole verhindert in diesem Fall, dass sie Staub in ihr Gesicht bekommen. Mit einem 2-Komponenten-Klebemörtel werden die mitgelieferten Klebeanker in der Mauer versetzt. Beachten Sie, dass dabei über die gesamte Höhe des Loches ausreichend, aber auch nicht zu viel Kleber eingebracht wird. Durch das Aufquellen des Klebers werden alle Hohlräume gefüllt und ein Eindringen von Wasser ausgeschlossen. Wenn die Mauer ein Quergefälle aufweist, muss mit Hilfe von Alustreifen oder auch Beilagscheiben der U-Bügel genau senkrecht ausgerichtet werden. Drücken Sie nun die Klebeanker so langsam hinein, dass Luft entweicht und sich alle Poren mit Kleber füllen können. Nach etwa 30 Minuten können Sie die Muttern kraftvoll anziehen. In unserem Fall läuft der Zaun nun ohne Mauer auf einer Wiese weiter. Bei Zaunhöhen über 120 cm ist dafür ein Punktfundament erforderlich. Bis zu einer Höhe von etwa 120 cm, wie in unserem Beispiel hier, kann der Steher mit Einschlag-U-Bügel in der Erde befestigt werden. Die von uns entwickelten Einschlag-U-Bügel haben viele Vorteile. Der Spitz ist deutlich massiver als bei den handelsüblichen Einschlagbodenhülsen. Der Steher kann immer gut abtrocknen und es kann sich keine Staunässe bilden. Bei schottrigem Boden kann sich der Beschlag beim Einschlagen leicht verdrehen und mit dem Pflockeisen auch wieder leicht ausgerichtet werden. Mit unserem Ausrichtewerkzeug können auch die Laschen senkrecht ausgerichtet werden. Nun kann mit der Montage der Steher begonnen werden. Fixieren Sie den Steher mit einer Schraubzwinge halbfest und richten Sie diesen anschließend in beiden Dimensionen lotrecht aus. Bei sehr unebenem Gelände kann ein Nachschneiden der Steher erforderlich sein. Nachdem nun die Eck- und Endsteher ausgerichtet sind, können die restlichen Steher exakt entlang der gespannten Schnur versetzt werden. Nun kann mit der Befestigung der Steher begonnen werden. Dazu bohren wir die Löcher mit einem 7,5 mm Bohrer vor. Die 10 mm Gestellschrauben, welche wie alle unsere Befestigungsmittel aus Edelstahl sind, werden nun eingedreht. Das letzte Stück wird dabei immer gefühlvoll per Hand angezogen. Nachdem nun alle Steher montiert sind, wird die Höhe der Querriegel entsprechend der für sie angefertigten Skizze markiert. In der Regel werden die Querriegel in Überlänge geliefert, sodass Sie diese noch exakt an Ihre Steherpositionen anpassen können. Wie bei allen Holzarbeiten ist nun das erste Holz vorzubohren. In diesem Fall benötigen wir einen 6 mm Bohrer.
Als nächstes werden die Türen so eingerichtet, dass die Querhölzer exakt weiterlaufen. Dann werden die Scharniere angezeichnet. Beachten Sie auch dazu die mitgelieferten Skizzen. Auch bei der Beschlägemontage sind alle Befestigungsschrauben mit einem kleineren Bohrer vorzubohren. Nach der Montage der Scharnierunterteile werden nun die Scharnieroberteile an der Tür fixiert. So wie hier gehen in den meisten Fällen Türen Richtung Grundstückseite auf. Bei den dabei zu verwendenden Langbändern ist die erste Schraube als Torbandschraube immer durchgeschraubt und mit 8,5 mm vorzubohren. Bei den anderen Löchern werden 8 mm Gestellschrauben verwendet, welche mit 5 mm vorzubohren sind. In den meisten Fällen reicht bei Gartenzäunen der hier verwendete Klappriegel aus. Natürlich können Sie aber auch Türen mit Drücker, Schloss- und Sperrzylinder bei Fröschl bestellen. Zum Abschluss ist nun noch das verstellbare Scharnier zu fixieren, indem die Mutter fest angezogen wird. Nun kann mit der Lattenmontage begonnen werden. Um die Unebenheiten des Untergrundes besser ausgleichen zu können, empfehlen wir zwei Bretter als oberen Anschlag mit Schraubzwingen zu fixieren. Die mitgelieferte Abstandsleiste garantiert Ihnen einen einheitlichen Abstand. Hier sehen wir nun die Montage eines schmalseitigen Lattenzaunes. Wenn Sie die Latten von Fröschl nicht schon vor Geburt bestellt haben, müssen Sie diese noch auf einer Ständerbohrmaschine vorbohren. Der Bohrdurchmesser beträgt 5 mm. Bitte bedenken Sie auch eine exakte Senkung, damit die Senkschrauben nach dem Eindrehen genau bündig sein können. Etwa 10 bis 20 Latten vor dem Ende eines Abschnittes ist es erforderlich, den Abstand so zu ermitteln, dass die letzte Latte an der gewünschten Stelle zu liegen kommt. Nun sehen wir die Montage eines breitseitigen Lattenzaunes. Dies ist unser Klassiker, welcher unter den hochwertigen Lärchenholzzäunen auch das preisliche Einsteigermodell darstellt. Natürlich können Sie auch hier den Abstand völlig frei wählen. Sollten Sie vor der Bestellung unsicher sein, können wir Ihnen zur Ermittlung auch Muster übersenden. Übrigens, auf der Produktseite unserer Homepage können Sie auch noch weitere Varianten für den Abschluss der Latten finden. In diesem Abschnitt sehen wir einen Bretterzaun, welcher mit geringem Abstand montiert, häufig auch als Sichtschutz eingesetzt wird. Als oberer Abschluss ist übrigens auch eine gespitzte oder gerundete Ausführung möglich. Standardmäßig verwenden wir 75 mm breite Bretter. Es sind aber auch Breiten mit 95, 115 und 145 mm möglich. Hier sieht man nun den Bretterzaun mit seinem Standardabstand von 50 mm. Natürlich können Sie auch bei diesem Zaun den Abstand selbst bestimmen. Auch können Sie die hier gezeigten Zäune in der Variante Felder zwischen Steher bestellen, wofür Sie in unserer Videothek ein eigenes Montagevideo finden. Das Team von Fröschl wünscht gutes Gelingen. Bei Fragen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne.